Oh, und wir haben die Musik. Cool. Da muss ich wahrscheinlich auch direkt mal. Ich weiß nicht, die Musik, geht die so? Die Musik ist erstmal voll schön. Die gefällt mir voll gut, hä? Okay, die ist sehr nice. Die Musik gefällt mir wirklich gut. Okay, so, wenn das so geht, alles klar. Dann. Oh, ich würde so gern. WASD benutzen geht nicht. Oh nein, das gefällt mir gar nicht so. Na gut, vielleicht gibt es aber ein Menü, dass wir das mal einstellen können. Ansonsten müssen wir halt mit den Pfeiltasten. Das ist mega doof. Ich muss bei mir mal kurz die Musik ein bisschen leiser machen. Damit das nicht so auf den Ohren dröhnt. Aber die ist echt schön. Und die gefällt mir voll gut. Okay. Let's go. Dieses Spiel beinhaltet etwas Gewalt und blutige Depictions, also Darstellungen. Ach cool, wir brauchen nicht Z, wir können auch einfach Enter benutzen, das ist wunderbar. Ja, ne, die Musik, genau. Ja, eben, die fand ich halt auch echt nice. So, Charakternamen und manche Orte sind Fiktionen. Diese Story ist inspiriert von wahren Begebenheiten. Was? Also wahren historischen Begebenheiten finde ich nicht cool. Ich hasse sowas. Ich hasse sowas schon immer in Filmen. Warum? Warum denn? Was soll das? Oh Gott. Als ich 8 Jahre alt war, hatte meine Mutter einen Autounfall. Durch einen, keine Ahnung, Stroke of Luck, ich weiß, also, sagen wir mal, durch ganz, ganz, ganz viel Glück habe ich überlebt. Nach diesem Unfall, every time I think of the time before I was 8 years old, jedes Mal, wenn ich daran an die Zeit denke, bevor ich 8 Jahre alt gewesen bin, an endless dark forest would emerge in my mind. Was, okay, taucht ein unendlich dunkler Wald in meinen Gedanken auf. Warum? Hä? Okay. Ist das, weil sie eine Amnesie hat oder sowas? 1998, das 10. Jahr der Heisei-Ära. Da merkt man übrigens, dass das ein japanischer Produzent sein muss, weil nicht jeder würde jetzt unbedingt gleich wissen, welches. Ja, das ist gut. Kann man natürlich alles nachschlagen und so, aber. Huch! Was denn das? Oh, warte mal. Als ich meine Augen öffnete, fand ich mich an einer unbekannten Station wieder. Da gibt es ein Spiel von. Ich glaube, Schillers Art heißen die. Haben auch zum Beispiel, wurden auch schon von Let's Playern gespielt, auf YouTube, habe ich mir auch schon angeguckt. Ja, auch, glaube ich, diese Station auf, ne? Das ist irgendwie so eine Geisterstation, die gibt's gar nicht wirklich. Wenn man da irgendwie sich wiederfindet, dann ja, scheiße. Ja, eben, warum sollte man sowas extra nachschlagen? Genau, das meine ich ja. Deswegen empfinde ich das fast schon als Zeugnis dafür, dass das auf jeden Fall von einem japanischen Entwickler gemacht wurde, weil der direkt auch damit kam, welches japanische, von der japanischen Rechnung her, welches Jahr das ist. Okay. Oh Gott. Okay. Die Berge waren mit dicken Nebel umhüllt und die Schatten von dem dunklen Wald flimmerten. Nicht cool. Warte mal, da blinkt was. Können wir das mitnehmen? Das ist, glaube ich, unser Rucksack. Kihara Kashin. Ich glaube, das sind wir. Wir heißen Kihara Kashin. Kanaki Station. Ich dachte, ich würde den Zug nach Hause nehmen. Oh Gott. Kanaki Mura ist ein Dorf in der Nähe von Kuromori Town. Stadt von Kuromori Stadt. Bevor ich diesen Autounfall gehabt habe, also bevor dieser passiert ist, hat meine Familie in Kuromori Stadt gelebt.
Mein Vater hat wirklich selten meine Mutter erwähnt. Oder irgendetwas über Kuromori-Stadt. Okay, wir sagen nochmal das. Oh, wir haben noch ein bisschen Erklärung. Also hier Movements, ne? Finde ich kacke, dass die auf den Pfeiltasten liegen, aber so ist so. In der Eck können wir offensichtlich auch mit der Enter-Taste machen. Das habe ich schon probiert. Menü können wir gleich mal reingucken. Sprinten ist klar. Save. Manual Save und Autosave at Checkpoints. Und es gibt nur einen Slot für Autosave. Das ist klar, das ist mal so. Bitte speichere manuell. So, was? Often, in case you need to return earlier point of game. Okay, genau. Ja, ich weiß nicht, ich hab's jetzt einfach mit übersetzt. Die Stadt ist halt so. Ich weiß, dass ich ein Glück lassen kann. Kuromori heißt die Stadt, alles klar. So, wir gehen mal X was. Gehen mal direkt rein. Wir gucken mal in die Settings. Vielleicht können wir das ein bisschen ändern. Wir können tatsächlich nur. Das hier. Was ist denn. Ach, das ist nur das. Hier können wir leider nichts ändern. Das ist schade. Na gut. Na gut. Okay. Ich würde mal direkt saven. Wir machen einfach mal direkt save. So, guck mal. Tada. Einmal gesaved. Was haben wir für Items? Noch nichts. Würde ich mal sagen, gehen wir mal hoch. Nee, ich wollte eigentlich das hier aufnehmen. Das ist mein Rucksack. Satchel? Oder ein Beutel oder sowas, keine Ahnung. Lass mal sehen, ob da irgendetwas Wichtiges drin ist. Benutze die Pfeiltasten hoch und runter, um die Optionen zu ändern. Okay. Ja, also ich nehme auf jeden Fall Enter für Confirm und X ist Quit. Okay, also Animal World, One-Way Train Ticket, Homework, Book Reading List, Don't Investigate Yet. Dann wir gucken mal nach, was ist hier? Kobayashi-Sensei, was? Achso, das ist Kobayashi-Senseis neue Mystery Novel. Ich bin schon echt gespannt darauf. Also schon seit einer langen Zeit. Aber ich sollte das lieber erst lesen, wenn ich nach Hause gekommen bin. Ja? Das ist ein Zugticket nach Hause. Ich dachte, ich hätte den Zug. Warum bin ich hier? Die Hausaufgaben, ich kann die Hausaufgaben in den Geist werfen. Ja klar, cool. Ja, genau. Der Rette schreit weg. Ja, das machen wir. Das machen wir. So. Gucken wir uns direkt mal an. Ich werde bald in das dritte Jahr weiter voranschreiten. Und ja, meine Hausaufgaben werden echt immer schwerer. Alles klar, mach mal. Die sind so schwer, die hauen jeden Geist um. Mach mal. Werfen wir auf den nächsten Geist. So. Ich sollte sie lieber hier lassen. Ernsthaft? Was? Die Hä? Ich will ihre Hausaufgaben jetzt echt. Willst du mich verarschen? Okay, warte. Genau, bestimmt Mathe. So, Book Reading List. Das ist eine zusätzliche Liste von Büchern, die mir mein Vater zum Lesen gegeben hat. Oh Gott, was? Nachdem meine Mutter verstorben ist, ist mein Vater eine ziemlich ruhige Person geworden. Er hat mir oft... Ich fange schon wieder an zu mischen, es tut mir leid. Er hat mir oft eine Liste von Büchern gegeben, die ich lesen sollte, einfach um die Zeit totzuschlagen. Anders als das... Ja, oder außerdem sprechen wir kaum miteinander. Das ist natürlich schade. Okay. Okay. Oh Mann, ich will mit, wie hast du hier laufen? Oh Gott. Ja. Wir haben eine Fackel bekommen. Ah, um sie zu benutzen. Oh, okay. Willst du mich verarschen? Das ist doch... Okay, das erstmal sieht aus wie eine Kerze, aber es macht Licht nach vorne wie eine Taschenlampe. Alles klar. Mehr kann man nicht kriegen, ne? Also, wir lassen unseren Rucksack echt hier? Ist das eine gute Idee? The vending machine that is overgrown with weeds. Okay, also dieser Automat ist überwachsen mit Gras. Okay. So. Ich war versuchen zu laufen. Ich dachte, dass das... Was ist denn Shift?
Warte mal. Oh, ich bin auf Tab. Es tut mir leid. Das ist Shift. Ah, Mann. Ich verwechsel immer. Okay. Nya, nya, nya. Da ist eine Katze. Was? Okay, da gehen wir gleich hin. Ich gucke mich aber noch ein bisschen um kurz. Ein altes Poster. Shikanakimura ist das Land der Früchte. Achso, Shikanakimura, das Land der Früchte, heißt dich willkommen. Cool, danke. Das ist das Gleiche, ne? Ja, okay. Gut, warte. Die sind halt echt blöd hier, die Pfeiltasten bei mir teilweise. Also, das ist blöd. Shikanaki Station. Was? Was? Weil nicht komm. Oh Mann, das ist gruselig hier. Komm hier reingehen. Du hast verschlossen. Natürlich ist die Tür verschlossen. Na klar. Okay, wir gehen mal hier runter. Das ist eine schwarze Katze. Miau. Miau. Miau, miau, miau. Die Katze versucht mir was zu sagen. Miau, miau. Nun, ich kann es nicht verstehen. Na gut. Lass uns mal einen anderen Platz auschecken. Was war da? Nachdem die Storyline-Konversationen beendet sind, kann man versuchen, mit verschiedenen Charakteren nochmal zu sprechen. Okay. Hä? Nochmal mit ihnen zu sprechen, wird dir womöglich neue wichtige Informationen, Puzzles oder Story bieten, aber du könntest auch die Charakter besser kennenlernen und vielleicht sogar unerwartete Easter Eggs finden. Gut, ich kenne mich leider nicht mit so vielen Spielen aus, keine Ahnung, ob ich dann Easter Eggs, ob ich die erkenne, aber ja. Genau, ne? Naja, hier, die Katze. Katze ist auf jeden Fall ein Charakter. So. Was? Oh, cool, die Tür ist aufgegangen. Okay. Oh Gott. Der Progress zur nächsten Szene wird also unlocked, wenn alle wichtigen Hinweise in dieser Szene untersucht worden sind. Ja, okay, haben wir ja gerade gemacht. Normalerweise gibt es Markers auf dem Screen für wichtige Hinweise. Wenn du die Szenerie nicht verlassen kannst, versuch herauszufinden, welche wichtigen Informationen du übersehen hast. Aber nicht alle Hinweise und Puzzles haben Prompts. Ich weiß nicht, was Prompts sind. Keine Ahnung. Du kannst also untersuchen. You can also read many things that have no markers. Du kannst also auch viele andere Sachen untersuchen, die keine Marker haben. Vielleicht findest du da halt interessante Easter Eggs. Okay. Okay. Ich weiß es nicht. Also. Na gut. Oh Gott. Gut, wir gehen rein. Was? Das klang nach einem Zug. Kuromori Tokitan. Okay. Oh Gott. So hieß es auf Japanisch. Okay. Oh Gott. Oder heißt es auf Japanisch? Was? Was soll denn immer dieses Jahr, als wenn hier zu viel Strom ist, Mann? Ein Lautsprecher, der von der Wand gefallen ist. Der ist tatsächlich noch vage am Rum, keine Ahnung, britzeln. Also mit Strom halt. Oh, Broadcast FM 85.4. Und das ist FM 85.4. Die Stimme des Shikanaki Railways. Okay. Tschüss. Was ist das? Der Boden ist echt schwer beschädigt. Und da ist ein riesengroßes, bottomless, wie kann man es mal übersetzen, bodenloses irgendwie, bodenloses Loch. Eine weiße Feder fliegt da oben lang. Warum? Okay. Ja, eine weiße Feder erhalten. Nein. Oh Gott. Was passiert? Abgeschlossen war. Ja, die Tür ist verschlossen. Toll.
Ja, alles klar, cool, danke. Ich will mal kurz die Weiß. Ach, guck mal hier. Das ist eine Electric Torch. Was ist denn eine Electric Torch? Ja, press A to use. Slightly glowing feather. Warum haben wir eine leicht... Okay, gut. Keine Ahnung. Haben wir jetzt das angemacht? Ja. Okay, und wie kommen wir jetzt darüber? Ja, hä? Okay. Also hier können wir nicht lang gehen. Alter, ja, ich hab's gecheckt. Müssen. Oh, Alter, die. Oh. Es tut mir leid, der Sound gerade. Oh, der hat mich gerade echt. Oh, Alter. Danke. Oh, Alter. Oh, ich mach das gleich leise. Das wird schlimm. Alter, ich hab jetzt schon Zustände. Scheiße. Ja, ja, elektrische Fackel, aber ich weiß nicht, was elektrische Fackel ist, ehrlich gesagt. Oh, Alter. Oh, der Sound. Nein, Alter. Broadcast Noise. Alter, das himmlische Feuer wird regnen wie ein Donnersturm. Schreie auf, Schreie der Englisch? Auf Englisch will come like strong gusts of wind. Alter. Sama? Wahrscheinlich Kami-Sama, also Gott. Wird sich selbst manifestieren? Wahrscheinlich auch nicht Kami-Sama. Vielleicht ist es ja noch ein anderer Sama. Oh Gott. Wird sich, irgendein Sama wird sich manifestieren. Also Sama ist hier übrigens ein Anhängsel, also so für Ehrenwert und sowas, ne? Sag ich mal, Kami-Sama ist Gott in dem Fall. Ich glaube nicht, dass der hier gemeint ist. Aber wenn es um himmlisches Feuer geht? Okay, keine Ahnung. Obwohl, der ist ja auch gefallen, ne? Er war ja, den ich jetzt im Kopf habe, der war ja auch mal im Himmel. Ist ja dann gefallen. Gefallener Engel. Hm. Ich weiß nicht. Und wird, warte, and save the living from misery. Ach, na gut, dann wird es wahrscheinlich Gott sein, das ist Kami-sama wahrscheinlich. Und wird die Lebenden von ihrer, keine Ahnung, was heißt Misery? Oh Gott. Es ist nichts Gutes, also keine Ahnung. Verzweiflung oder sowas retten. Ich weiß gar nicht, was Misery heißt, es tut mir leid. Ich bin schlecht in Englisch. Was, das klingt irgendwie wie von irgendeiner religiösen Gruppe. Ja, irgendwie Preaching. Ist das sowas wie Propaganda? Also Propaganda heißt, glaube ich, Propaganda. Aber ich weiß nicht, was Preaching ist. Also, es klingt halt, also hat sie schon recht, es klingt irgendwie ganz komisch. Wenn wir gerade davon sprechen, es gibt Gerüchte, dass es irgendwie etwa so um das nächste Jahr herum das Ende der Welt herbeirufen oder herbeikommen wird. Ja, das ist wahrscheinlich deshalb, warum dieses Preaching, es tut mir leid, ich weiß nicht, was Preaching heißt, irgendwie bei einigen so ähnlichen religiösen Gruppen relativ üblich wird heutzutage, also nowadays. Ne? Hör auf, Musik, hör auf. Oh Gott. Hara. Kiara. Aber was? Nein! Wieso könnte das nur so ein Namen? Oh cool, die Feder leuchtet. Alter, ich hab gedacht, das ist ja einfach nur ein hier. Pixel Game. Alter, Pixel Game kennt. Also die Musik macht echt viel, ne? Alter, ich hab keine Lust mehr. Also das ist schlimmer als. Wir haben ja schon mal ein Horror-Game gespielt. At Home Alone hieß es. Das war bei weitem nicht so gruselig. Es war ziemlich weird, aber das, also ich finde die Musik ja schon heftig. Okay, dieses Geräusch vermischte sich mit vielen endlosen Schreien und zerrte mich in die Dunkelheit. Toll. Geil. Ich freue mich. Als ich gerade dabei war, mein Bewusstsein zu verlieren, streichelte mich eine warme Brise gegen die Ohren. Ich nahm all meine Kraft zusammen und öffnete meine schweren Augenlider. Tu's nicht. Schlaf einfach weiter. Ist das eine Erinnerung? Hä? Wo sind wir jetzt?
Als ich meine Augen öffnete, war da dieses Mädchen mit den silbernen Haaren, die ruhig in dem Mondlicht, was auf sie herabschien, saß. Ihre Augen waren wie Pflaumenblüten, die that have fallen on the snow. Ach so, die auf Schnee gefallen waren. Okay. Ja, was ich hier gerade mal kurz anmerken will, wird ja Japan immer relativ viel mit Sakura Blossoms assoziiert, ne? Aber mir scheint es, dass irgendwie Pflaumenblüten noch beliebter sind. Ich weiß gar nicht, wie Pflaumenblüten aussehen. Sind die rot? Ich weiß es nicht. Weil auf Schnee und die irgendwie sehen ihre Augen ein bisschen rot aus, oder sind die? Ich weiß es nicht, aber. Irgendwie sind die ziemlich beliebt. Also, die Pflaumenblüten. Aber Sakura natürlich auch. Es gibt ja Hanabi, das ist immer zur Sakura-Zeit, also. Wenn die Sakura-Blüten blühen. Aber gut. Okay. Wann ist dieses Mädchen erschienen? Außerdem scheint der Raum irgendwie anders zu sein. Verzeihung? Das Mädchen... Was? Das Mädchen deutete auf ihre Lippen und schüttelte den Kopf. Es tut mir leid. Das Mädchen nahm ein Notizbuch heraus. Ein mehrere Worte tauchten automatisch auf dem Cover des Notizbuches auf. Ich bin verflucht. Ich kann nicht sprechen. Also das sind die Worte auf dem Notizbuch. Okay, warte mal. Ich guck mal kurz die Augen an. Also die wirken. Sorry, ich muss auch kurz etwas näher rangehen. Ich weiß nicht, die Farbe. Schon irgendwie Bordeaux, oder? Also rot Richtung lila. Sieht aber echt schön aus. Interessant, das sieht doch 100% Geist. Die ist doch schon 100% Geist. So, aber sie ist verflucht offenbar. Ich denke mal, die müssen wir jetzt wahrscheinlich retten oder so. Ich weiß es nicht. Verflucht? Wenn du wissen möchtest, was das für ein Ort ist, warum du hier bist und sowas, ich kann dir das nicht beantworten. Jedenfalls sind wir beide, du und ich, hier gefangen, weil wir verflucht sind. Achso, du guckst auf dem Smartphone, ne? Ja, okay, macht dir nichts. Ich hab's ja gerade gesagt, das ist, die Augen wirken ein bisschen Bordeaux, finde ich. Okay, cool, wir sind offenbar auch schon verflucht. Toll. Das sind ja geile Aussichten, aber wir können offenbar noch sprechen. Sie offenbar nicht mehr. Aber ich weiß nicht, wie ich diesen Fluch brechen kann. Wenn du ihn brechen möchtest, dann kannst du mit mir kommen. Mit mir nach Kuromori-cho Gekijo kommen. Warte mal. Was? Also, Kuromori-cho, das ist tatsächlich, also das Cho steht für Stadt, in dem Fall. Kuromori-cho. Aber das Gekijo bin ich gerade ein bisschen... Also ich kenne das immer unter Gekijoban, das ist dann einfach, wenn irgendwas als Film rauskommt. Ich weiß nicht, was Gekijo ist, wahrscheinlich ist das irgendein Stadtteil irgendwie von Kuromori-cho. Keine Ahnung, wir werden es rauskriegen. Kuromori-cho Gekijo? Ah, tatsächlich Theater! Ah... Okay, cool. Ich hab's. Okay, cool. Also, wenn halt irgendein Film rauskommt, das ist ja im Filmtheater. Ah, okay, cool. Also, zum Kuromori Stadttheater? Dieser Ort hat einen. Oder in diesem Ort gibt's einen Weg, diesen Fluch zu brechen? Es ist hier in dem Notizbuch auf der ersten Seite geschrieben. Kuromori-cho Gekijo hat die Kraft,
den Fluch, der in ihm versteckt ist, zu lösen. Oder wahrscheinlich in uns? Keine Ahnung. Dieses Notizbuch, es sieht irgendwie nicht menschlich aus. Also nicht von Menschenhand gemacht. Dieses Notizbuch ist jedoch sehr präzise. Zum Beispiel, schau hier auf die Oberfläche, nach oben, auf so oben drauf. Es sagt, ich werde ein Mädchen treffen mit, also Bob, ne, Bobschnitt, mit kurzen schwarzen Haaren, der ein wenig kalt ist. Was? Ach nee, die nicht kalt ist, die ein bisschen kühl ist. Einfach kühl, also ich denke, das ist der Charakter gemeint. Und eventuell auch ein bisschen nerdy. Wie sie reagiert hat. Ist das nicht ziemlich akkurat? Oder präzise? Jedenfalls, dieses Notizbuch würde nicht lügen. Naja, manchmal ist diese Form von Führung kommt meistens von einer höheren Macht. Ja, genau, Mathe-Hausaufgaben, ja. Cool, das Tippfehler, Mathe-Hausaufgaben, schön. Ja, Mathe-Hausaufgaben, genau, das waren offenbar Mathe-Hausaufgaben. Jetzt wissen wir das genau, weil wir sind offenbar ein bisschen nerdy und kühl. Also sie sieht auch sehr kühl aus mit ihrem Bobby-Haarschnitt. Genau, es waren offenbar Mathe-Hausaufgaben, die wir haben liegen lassen. Deswegen sind wir auch nerdy. Wenn wir nerdy wären, hätten wir sie mitgenommen. Es müssen andere Hausaufgaben gewesen sein. So. Ja, aber was sollten wir jetzt... Was sollen wir denn jetzt machen? Sollen wir echt nach Kurumori Togekijo gehen? Bevor wir gehen, musst du Nensha als erstes verschwinden lassen. Was? Remove Nensha? Nensha? Die weiße Feder, die du aufgenommen hast... Endowed you with magic. Achso, sie hat dir magische Kräfte verliehen. Und eine von denen ist Nensha. Was? Solange du... Was? Warte. Wieso haben die einfach liegen lassen? Auch andere. Achso, sie hat liegen lassen, um auch andere Mathe-Teils haben zu lassen. Hier in dem Fall die Geister. Sie zum Beispiel. Wir hätten es drin liegen lassen sollen, hätte sie Mathe machen können. Okay. So long as you touch an electrical appliance that is working normally, you can read its memories and enter its memories. Ah, okay. Wenn wir irgendwelche elektrischen Gegenstände anfassen oder berühren, können wir nicht nur die Vergangenheit lesen, sondern auch noch hineingehen. Okay, das ist gruselig irgendwie ein bisschen. Bin ich hierher gekommen? Warte mal. Cool, ich habe irgendwie einen neuen Gegenstand in meinem Steam-Inventar. Okay, gucke ich später mal nach. Cool. Sorry. So, bin ich hierher gekommen, weil ich den Lautsprecher gerade berührt habe? Bingo. Okay, und es ist also wegen diesem Nensha, dass der Lautsprecher wieder an der Wand ist. Genau. Nensha befähigt dich, in der Zeit zurückzureisen. Also genau zu dem Punkt in der Zeit. Zu einem bestimmten Punkt. Zu einem bestimmten Punkt in der Zeit zurückzureisen. Da du in der Zeit zurückgegangen bist, ist der Lautsprecher auch wieder oben an der Wand. Wenn du Nensha beenden möchtest, dann musst du nur... Was? Achso, dann musst du diesen Gegenstand, den du dafür berührt hast, einfach nochmal berühren. In dieser Höhe... Wie soll ich denn da möglich sein, den zu berühren? Was? Achso, sorry. Nein, also so in dieser Höhe sollte ich wahrscheinlich möglich sein, den zu berühren, wenn ich springe. Aber der Boden sieht ziemlich unstabil aus. Und es fühlt sich auch an, als könnte er jeden Moment zusammenbrechen.
Du kannst versuchen, einen anderen elektrischen Gegenstand zu berühren. Andere elektrische Gegenstände oder Appliances, die in derselben, die sich in demselben Areal befinden, können auch für Nensha benutzt werden. Das sagte das Notizbuch. Wie bist du denn an dieses Notizbuch überhaupt rangekommen? Kihara-san, das ist, also, this is a trade secret. Achso, das ist ein Handelsgeheimnis? Hä? Okay, keine Ahnung. Ich kann dir das jetzt noch nicht beantworten. Okay, cool. Und du kennst meinen Namen? Ah, ja. Das Notizbuch hat es mir erzählt. Okay. Ich werde mich selber mal vorstellen. Mein Name ist Kiritani Yuki. Ich bin eine Vollzeitschriftstellerin. Schriftstellerin? Aber sie scheint in meinem Alter zu sein. Hör auf, Tag zu träumen. Beeil dich und finde einen elektrischen Gegenstand für Nensha. Okay. Okay. Manuskript-Deadline? Was? Hä? Oder